Monkey Records. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, aber es war irgendwie nicht so viel. 2 Gigabyte ist, wie gesagt, für Mobilfunk, für mobileres Internet völlig okay. Nur die Sache ist, es kostet ja hier so viel, das ist doch das Problem. Würde das nicht plus 5 Euro im Monat kosten, naja, von mir aus. Aber das kostet ja hier unglaublich viel. Und zum Beispiel irgendwie, ich hatte von so irgendeinem Journalisten irgendwie so ein Feed abonniert und der hatte dann gesagt, irgendwie hier, sit her und weint. Da hat er irgendwie seine Mobilfunkkondition von irgendwie, gerade in Israel. Und seine Mobilfunkkonditionen da sind eben so unglaublich unschlagbar günstig. Irgendwie, der hat zum Beispiel eine internationale Flatrate und was weiß ich, ja. Und vor allem ja. Handy ins Ausland telefonieren und so und das alles zu Spottpreisen. Und hier in Deutschland, da würdest du arm werden. Da hast du 100 Euro Rechnung dann im Monat. Und ja, da siehst du mal, wie die den Markt auspressen, ne? Die Firmen. Die holen raus, was rauszuholen ist. Und solange die Leute mitspielen und sich nicht aufregen, ja. Wahrscheinlich gibt es auch Kartelle, sonst würde ja einer das günstiger machen. Naja, Aldi oder was weiß ich, so ein Discounter, die haben ja manchmal die günstigsten Angebote noch. Aber selbst das ist ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde, das ist für mich ist es einfach nicht wert, da Geld für auszugeben. Ich weiß nicht, ich bin da unglaublich lethargisch, wenn es um irgendwie mobiles Internet und. Nee, kann ich wie gesagt alles nachvollziehen. Ich auch immer diese Leute. Aber jetzt, also es wird immer schlimmer, ja. Jetzt rennen da alle immer mit diesen Tablets rum und fotografieren alles. Ja. Da sieht man diese Tablets. Und auch vor allem ist das Generation, also komplett jeder, also auch alte Menschen sehe ich damit. Ja, klar. Das ist immer jeden Scheiß. Also ich meine. Ja, ich finde das auch irgendwie sowieso geisteskrank. Also dass man, ich bin da letztens ja im Bus gefahren und da war da so eine alte asiatische Frau. Die kam ja auch so vor, als würde sie irgendwie eingewandert oder sowas. Sie hat auch teilweise ziemlich schlechtes Deutsch gesprochen. Aber, die ist da komplett alleine und macht Fotos von der Straße so und so, weißt du, also so in einer Autobahn. Und ich denke mir so, wenn die das irgendwo hochlädt oder irgendjemand, das ist genau wie meine Mutter, die macht das auch, die nimmt irgendwelche Fotos auf. Ich bin mir so sicher, dass keine Sau sich darum schert. Also, wer zur Hölle will sich sowas angucken, ich weiß es nicht. Also das ist selbst bei in ihrem Freundeskreis, weißt du, oder in ihrem Verwandtenkreis, bin ich mir ziemlich sicher, das interessiert keine Sau. Und ich glaube, ich habe auch Interesse halber ihre scheiß Facebook-Wall durchgeguckt und da waren viele Sachen, die einfach nicht geliked sind. Also, weißt du, was ich meine? Ich aber auch so, wenn ich. Ja, gut, das ist ja, aber trotzdem. Ja, aber so Fotos, weißt du, so ständig irgendwelche Fotos posten und denken, dass du irgendjemanden interessieren. Sorry, aber irgendwie, man muss nicht irgendwelche Straßen fotografieren, die kann man sich auch, kann jeder selber sehen. Ja, ich meine, das ist ein normales Phänomen, guck dir mal Andrews Posts an. Ich meine, ja, ich glaube, Andrew aber verarscht das ein bisschen. Ach so? Ich weiß nicht, okay, ich glaube, Andrew ist wirklich ein bisschen autistisch, ich habe keine Ahnung. aber, ja. Manches, okay, das ist so noch lustig, aber manche Sachen so, ich weiß noch, als er noch hier in Deutschland war, da hat er wirklich so super intime Sachen da mal hochgeladen. Ach so, ja, dieses Geschriebene immer, oder was? Dann immer auch public, ja. Und dann hab ich gedacht, ich würde doch meinen Mund halten, also sowas, was soll das? Oder ist das irgendwie so eine Art Therapie oder so, dass er irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, er sieht sich ja selber. Also sowas würde ich dann nicht da reinstellen. Wenn man irgendwie was Spannendes entdeckt und sich so denkt, naja, vielleicht finden das noch andere gut oder so, vielleicht so als Empfehlung oder so. Okay, aber irgendwie da seine intimsten Gedanken hochzuladen, na, was soll denn das irgendwie? Und dann immer so irgendwie Familie und heile Welt und früher und so. Ich und Vati und Ach so, ja, gut, ich weiß nicht, also ich glaube, der hat das aber so ein bisschen auch als Protest gemacht, wegen seiner Schwester, hatte er ja. Die Schwester hat ihn ja irgendwie das Geld geraubt oder keine Ahnung, das Vererbte. Das hat mir auch geschrieben, ja. Und keine Ahnung. Ja. Aber den geht's ja mittlerweile, glaube ich, ganz gut, oder? Ich weiß nicht, also. Ja, so scheint mir auch, der hat eine Freundin, oder? Ja, in Seattle und da arbeitet der und hat, ja, ich glaube, den, der weiß, was er macht oder so, keine Ahnung. Er sieht sich ja selber als Stoiker. Ja, eben, der minimalistischer Lebensstil, ich meine, was will man denn? Ja. Und dann sollen die Scheiß, diese narzisstische Mutter und diese beschissene Schwester, die sollen noch glücklich werden mit dem Geld. Ist doch scheißegal.
Die kommen sich für 200 Schrott davon und werden nicht glücklich. Nee, ja, also, das ist ja auch das Beschissene, dass das Geld für den Arsch ist dann. Ich muss dir sagen, im Grunde genommen, in meiner Familie ist es auch so. Also meine Schwester ist auch total gierig, ja. Also ich meine, mein Vater hat mir ja nicht viel vererbt und so. Im Grunde genommen hat sie das alles gekriegt. Sie hat auch die ganzen Möbel gekriegt und von meiner Oma auch alles. Ich habe von meiner Oma nicht ein Andenken, ja. Hat alles sie und so. Und aber dann habe ich mir auch gedacht, ach scheiß drauf, was soll's. Ja, nee, cool. Was ist mit dem Scheiß? Ja. Die Wohnung sieht gut aus, muss ich zugeben. Also, das ist schon alles stilvoll eingerichtet und so. Und vielleicht muss ich mir selber auch sagen, naja, vielleicht hat die da eher ein Händchen für oder so. Wenn ich mir hier irgendwie so ein rustikales Möbelstück ins Zimmer stellen würde, das würde ich auch gar nicht reinpassen und so. Und ach, ist doch scheiße. Ja, also, ja, dann, wie gesagt, irgendwie, ich habe, also wie gesagt, ich hatte da mal so einen Moment oder so, da war ich da so ein bisschen sauer, weil die so anmaßend ist und irgendwie vereinnahmt vor allem. Hm. Also das war schon immer so, das kann ich mit Kindheit an, war das, irgendwie ist das halt so eine Macke. Und die hat irgendwie, glaube ich, immer das Gefühl, nicht genügt. Ich weiß auch nicht, das ist schwer zu beschreiben, ich glaube. Ja, nee, ich weiß schon genau, was du beschreibst. Von der Welt oder so. Es ist so schwer zu beschreiben. So, wenn man sich irgendwie betrogen fühlt oder so, dann greift man irgendwie zu Mitteln, die unlauter sind. Ach so, ja. Ja, das ist ja genau mit meinem Bruder so, ja. Ist so eine Erlaubnis. Ja, mein Bruder ist genauso drauf. Ich bin benachteiligt und jetzt habe ich das Recht, mir zu nehmen, was ich will. Weißt du, so ein bisschen diese Logik, würde ich sagen. Weißt du, das kann man ja nicht, man kann ja, also ich kann sie nicht heilen oder so, was will ich machen, also sollte, wie gesagt, mit diesen ganzen Sachen irgendwie, wenn sie das glücklich macht oder so, ich habe mir dann ja auch gedacht, warum war ich da überhaupt dann irgendwie neidisch drauf oder so, eigentlich ist das ja alles Quatsch, ja, also, keine Ahnung, wie gesagt, ich denke mir auch immer, wie gesagt, auch wenn man umzieht und so, das macht das alles bloß immer kompliziert, so viel zu haben und so. Ja. Du wirst mal die Wohnung meiner Schwester sehen, ne? Also die kann ja nicht eben so umziehen, ne? Die brauchen dann Umzugs, als es schon das letzte Mal gebraucht, weil also sie muss in Berlin jetzt auch ständig umziehen, weil da alles teurer wird und so. Also Berlin war ja immer sehr billig, aber jetzt ziehen da auch die Mieten an und sie ist damals in den Stadtteil gezogen, Neukölln heißt der relativ günstig war und jetzt geht's da auch ordentlich los, dass da lauter Reiche hinziehen und so und jetzt steigen die Mieten sie haben ihr Haus jetzt renoviert und dann haben sie ja gleich die Miete erhöht und so. Und sie muss ja schon wieder vielleicht nachdenken, umzuziehen und das ist immer kompliziert, ja. Ja, ja, ja. ja, also ich will am liebsten wie Andrew das durchziehen. Ja, aber ich hab's auch nicht drauf. Nee, aber ich glaube, das ist echt das einzig Wahre. Ich verstehe, also, was soll man sonst tun? Was denkst du, ich hatte doch hier mal von OKCupid, OKCupid, 99er. Was? 99% Match. Ach so, ja. Habe ich mal getroffen. Okay. Und, kurioserweise, du hast mir doch mal das Aki Kaurus Mickey, oder wie der heißt, Video geschickt. Happy. Ah, ja, ja, ja. Ja, ich glaube, das hast du mir sogar mal geschickt, ja, ja. Mit Finne. Okay, ja. Und, okay? Da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, das passt, ja. Naja, jedenfalls, der hat auch diesen minimalistischen Lebensstil und der hat mir gesagt, ja, also im Grunde genommen, also das Wichtigste, was er hat, so, das würde alles in so ein großes Backpack passen. Ja, ja, das ist ja ziemlich trendy, auch das so zu machen. Also jedenfalls, es wäre schön, wenn es trendiger wäre, aber jedenfalls gibt es da so schon, ist ja, das so eine... trendy, würde ich mal sagen. Oder sagen wir mal, das ist so eine Szene, das ist schon mittlerweile schon so eine Art Szene, diese... Eine Thing Challenge, da gibt es ja so ein Buch quasi. Ja, genau. Also das mal probiert, noch ein bisschen zu besitzen. Ja. Genau, ja. Ach, ich muss ja wirklich sagen, ich hatte ja, als ich hier nach Magdeburg gezogen bin, da hatte ich ja auch eine Wohnung alleine und da würde ich sagen, hatte ich wirklich nur wenige Dinge, also 100 oder so. Also noch mehr, ja, aber trotzdem wenig. Und das ist irgendwie,
Ich weiß nicht, 100 ist vielleicht schon wieder zu wenig, so soll ich sagen. Also ich, damals, ich, das, die haben ja eben, wie gesagt, noch nicht diese tolle Access-Wirtschaft oder Kultur, ja, wo man einfach sich so leicht Sachen ausbauen kann und so. Das haben wir eben leider ja noch nicht. So, ne? Ich finde, ein bisschen mehr ist erlaubt, wenn das etwas ist, was, was Substanz hat. Vielleicht zu Interessen passt. Ja, genau, also zum Beispiel irgendwie Audio-Equipment oder so irgendwo. Ich meine, das ist sozusagen so eine Einheit, sehe ich das eher. Ja, oder wenn du Hobbymaler bist, da kannst du ja. Ja, und die Sache ist auch in dem Bereich, und da bin ich halt so, dass ich sage, aber da überschreite ich, aber da bin ich auch extrem minimalistisch. Also im Grunde gibt es Leute, die dann, wenn sie Audio-Equipment haben, dann aber auch irgendwie jedes Jahr das Neueste und so einen Scheißdreck oder irgendwie ständig was Neues dazu und keine Ahnung, oder, und dann wieder verkaufen und so, das mache ich ja nicht. Also es, ich habe ja Sachen, die sind schon, also ich habe ja die Monitorboxen, leider ist jetzt die eine wieder kaputt gegangen, die habe ich seit 2009 und ja, also ich werde mir garantiert nicht neue kaufen, solange ich die irgendwie reparieren lassen kann, aber das Problem ist auch, die Dinger sind halt echt nicht dafür designt anscheinend zu halten, weil ich habe sie reparieren lassen, die eine, und jetzt ist sie schon wieder kaputt, das ist echt zum Kotzen. Ja. Das ist natürlich enttäuschend, ja. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Also, ob ich jetzt da wieder anrufen soll. Eigentlich, also, habe ich da überhaupt eine Garantie noch? Also, wenn man reparieren lassen lässt, dann müsste man doch eigentlich schon dann wieder so eine Art mindestens ein Jahr Garantie haben. Weil es macht ja keinen Sinn, dass man irgendwas reparieren lässt und es nach einem Monat wieder kaputt geht. Ja, das ist wahr. Na, eigentlich verlängert das die Leistung, Reparatur. Na, dann muss ich mal anrufen. Ja, also, ich muss auch. Ja. Ja, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn eigentlich, das ist totaler Schwachsinn. Ist das so, denn sonst wäre es ja eine Frechheit. Ne? Ja. Aber das Böse ist halt, die Fristen sind manchmal eben sehr kurz, ne? Kennst du ja vielleicht das mit der Gewährleistung zum Beispiel, ist immer so, da gibt es immer die Beweisumkehr nach der Hälfte der Zeit. Also wenn irgendwie die Gewährleistung 2 Jahre ist, dann hat man nach einem Jahr schon eine Beweisumkehr. Beweisumkehr bedeutet, dass quasi du dann in dem 2. Jahr beweisen müsstest, dass der, wie ist es denn jetzt? Ah, oh, ist schon zu spät. Ja, genau, im 1. Jahr müssen die irgendwie beweisen, dass du was falsch gemacht hast, und im 2. Jahr, ist es dann umgekehrt. Oder so. Na, jedenfalls wird es halt komplizierter. Ja. Kannst du so später 2 Stunden nicht mehr logisch denken. Aber diese Regeln sind alle schön und gut, das ist alles, also alles so hingeschrieben, um Leute zu verschrecken. Aber diese Firmen, glaube ich, die haben ja auch keine Zeit, und die würden dann so zu viel Geld damit verschwenden, wenn sie das ständig zu kontrollieren würden. Ich glaube, die sind da eher dann, sagen die, ja, schick denen einfach eine neue Kamera oder so. Das ist dann am Ende günstiger. Als wenn die dann immer wieder irgendwie kontrollieren würden, genauestens, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube eher, die sind da nicht so, weil ich habe immer jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich da nie wirklich Probleme hatte. Da irgendwie, dass die gesagt haben, ja, nö, Garantie geht nicht. Ja, naja, das meine ich eben. Man muss auch aufpassen mit der Skepsis gegenüber Firmen. Nö, ich klar. Aber, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja da so Verschwörungstheorien, und manche sind eben auch Stuss, ne? Weil ich meine, natürlich gibt es ja auch diesen, wie gesagt, es gibt ja diesen Markenwert, gut und schlecht, ne? Das Gute ist halt, ich meine, die wollen den, wie gesagt, nicht beschädigen. Und wenn sie jetzt, sag ich mal, den Kunden ständig sagen, nö, sie können das nicht zurückgeben, ja, genau. Schädigen sie sich ja. Und genauso ist es mit der Reparatur. Ich meine, dann beißen die lieber in den sauren Apfel. Das ist wie so eine Art Versicherung, quasi so ein Versicherungsprinzip. Wahrscheinlich ist das sogar durchgerechnet. Vielleicht rechnen die sogar aus. Ja, das ist 100% durchgerechnet. irgendwie lohnt sich das lieber, sag ich mal, ungeprüft zu ersetzen. Ja, ich meine, es gibt Firmen, wie gesagt, die haben Lifetime Warranty. Ja. Da kannst du das quasi. Ist ja illegal in Deutschland, oder? In Deutschland ist es verboten. Ja. Es ist verboten, in Deutschland damit zu werben. Die dürfen das aber anbieten. Also, wie gesagt, es gibt da zum Beispiel so Modefirmen, die bieten das an, aber die dürfen halt nicht zum Beispiel in Zeitschriften oder so damit werben. Wir nehmen unsere Ware ein Leben lang zurück. Mhm. Wenn irgendwas kaputt geht, schicken sie es ein, kriegen das mal ersetzt. Ja, also das gibt es halt auch in Deutschland, aber die dürfen halt nicht damit werben. Das ist ein Werbeverbot, total bescheuert, ne? Also wie gesagt, es steht genau diesen, sag ich mal, der Langlebigkeit von Produkten und so, steht das ja genau entgegen. Also sie müssen sie gerade motivieren, das zu machen, ne? Das müssen sie für Werbung.
Sommer. Ja, ja, aber die denken, also in Deutschland ist es ja so dieses Rechtsparadies, wie so wird man sagen. Also das alles so, das ist da so viele Regeln, die haben dann Schiss, dass das zum Chaos wird, wenn dann ständig Leute verklagt werden oder ständig irgendwelche pleiten Firmen verklagt werden, weil sie da keinen Ersatz geben oder sowas. Wahrscheinlich liegt es irgendwie daran, irgendwelchen Rechtsscheiß. Damit wird es begründet, dass man das verbietet, keine Ahnung. Würde ich jetzt mal sagen. Naja, der offizielle Grund ist ein anderer. Es gilt halt in Deutschland jetzt ein lauterer Wettbewerb, das zu machen. Ja. Ja. Unlauterer Wettbewerb, Junge. Ja, naja, wie gesagt, dieses Wort unlauterer Wettbewerb ist total ja. Krautzonig. Also, wo fängt das an, wo hört das auf? Unlauterer Wettbewerb ist überall, immer in diesen Kack. Also, ich. naja. Ich meine, guck mal, wenn die lebenslangen Garantie anbieten, dann sind die natürlich nicht motiviert, ständig die Produkte zu ersetzen. Da werden sie schön blöd. Die wollen das ja auch nicht. Die wollen ja gerade nicht, dass es ersetzen müssen. Ja. Sehr blöd. Ja. Also eigentlich müssen auch die Firmen Angst haben, die diesen ganzen Schund produzieren. Die müssen das ja ständig ersetzen, weil die Produkte ja gerade nicht lange halten. Ja, 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 stimmt eigentlich. Ja, naja, wisst ihr doch, das ist total verkehrte Logik, weil die da haben. Ja, also wie gesagt, die wollen ja, die wollen doch den komischen Bahnkreislauf am Leben erhalten. Der soll sich halt immer schön drehen. Ja, 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 ja. Das ist halt diese schräge Logik, das ist total krank. Ja. Ja. Denn wieso werden diese scheiß Umweltschweine in Schutz genommen? Ja, ja, das ist halt. Eine Frechheit. Naja, ist wie gesagt egal. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt ist ja gerade so eine Plastikhysterie. Vielleicht wird das ja ein bisschen mal diese ganze Diskussion ein bisschen anheizen. Guck, hast du eigentlich von dieser Aktion gehört, die Toten kommen? Naja. Ja? Den Flüchtlingen, ja. Ah, okay. Ja, kenn ich, ja. Ja, das ist, ich hab jetzt vor, 5 Euro, oder 3 Euro zu spenden. Finde ich ziemlich gut. Ja. Ja, naja, da gab's ja auch so einen Skandal an einer, glaube ich, italienischen Grenze oder so, ja, die Polizei hat die Fahrer von den Totenwagen da irgendwie gestoppt und dann irgendwie unter einem fadenscheinigen Grund irgendwie, weil sie Drogen vermutet haben, aber hat sich natürlich nicht bestätigt und dann haben sie aber trotzdem erstmal alles beschlagnahmt und eine komische Aktion, ja. Tja, mal sehen, wie das noch alles weitergeht, ja. Ich hatte mal irgendwie vor Jahren so eine Vision, also schon sehr lange her, so irgendwie ein Nord-Süd-Krieg quasi, dass die ganzen Afrikaner Europa stürmen. Ja. Also ich finde, das muss halt wirklich passieren, dass die Grenzen komplett überschwemmt werden mit allen Leuten aus Afrika, die zugebombt werden von diesen von dieser Industrie. Ja. Das ist einfach nötig. Naja, mal sehen, wie das sich halt entwickelt. Also wie gesagt, das ist ja, die haben ja jetzt dieses Frontex und so, die sind ja schon ziemlich martialisch, ne? Also ich meine, ich weiß halt nicht. Was? Frontex? Frontex, da heißt die Agentur der EU, die halt die EU-Außengrenzen sichern. Ach so, ja, ja, ja. Und das machen die halt, sag ich mal, ziemlich brutal, ja. Und könnte halt sein, die werden immer weiter mit Mitteln versorgt, könnte halt sein, dass das irgendwann mal so eine Art Schutzarmee wird, die quasi sozusagen die Flüchtlinge dann abknallen oder so, ne? Also wie gesagt, das ist jetzt bloß so ein wilder Verdacht. Na, das Lustige ist ja, das mit Abknallen gibt es nicht mehr, aber es wird halt alles jetzt, es ist alles intelligent gemacht, so dass. Ja, das vielleicht auch, aber auch einfach nur, dass man die Leute jetzt einfach verrecken lässt, gar nicht erst rein lässt zum Schutzschild. Das ist halt die Zukunft. Das ist, Faschismus ist nicht mehr so explizit wie in so ein, das gibt's nicht, das ist alles versteckt jetzt. Ist alles scheinheilig. Wie gesagt, man das ist halt, und das ist, und ich finde ja, das ist ja das noch Gefährlichere eigentlich, als so eine direkte. Ja, das ist ja der Witz, das ist ja so ähnlich mit der Zensur, ne? Also bei direkter Zensur, so haben sie sich mal aufgeregt, im Kommunismus und so, direkte Zensur. Das ist ja klar, dass das scheitert irgendwann, wenn man das so direkt macht. Das Direktheit, das ist ja, da gibt man ja Schlagfläche.
Wenn man die Schlagfläche wegnimmt und einfach das alles über Geheimkanäle und so macht und gar nicht sagt, ja, es gibt gar keine Zensur. Ne? Genau, indirekte Zensur ist viel genialer. Wenn die Leute anfangen, sich selber zu zensieren, dann ist das eigentlich viel cleverer. Weil das ist ja einfach, da hat man überhaupt keine Möglichkeit, das also jedenfalls fällt mir absolut kein ein, wie man das quasi wieder auflösen soll. Wenn die alle so verängstigt sind, also dass sie quasi dann sozusagen eben den Mund nicht mehr aufmachen und was weiß ich. Weil, keine Ahnung, könnte ja die Karriere beschädigen oder irgendwie Freundeskreis ruinieren oder was weiß ich. Leute sind Zeug. Ja. Also die ganzen Social Media, wie sagt man, Fails, ja fast richtig sympathisch. Nee, ich mach nur Spaß, aber. Ja, ja, nicht. Aber das ist ja, keine Ahnung, also das ist ja fast noch menschlich sozusagen. Ja, als wenn die Leute alle sich ständig zensieren und denken, oh Gott, ich kann jetzt nicht auf den Button klicken. Wenn das veröffentlicht wird, könnte das ja mein Leben ruinieren oder, keine Ahnung, irgendwie böse Konsequenzen haben und so. Ja, ja. Ja, also das ist sehr gründlich. Naja, jedenfalls, ja, also das mit den Flüchtlingen, ich hab wirklich über. Ja, nee, es ist, ich verstehe. Also ich kann ja auch keine aufnehmen in meiner Wohnung. Wir hatten ja mal einen. Hatte ich das mal erzählt? Wir hatten tatsächlich einen Flüchtling in der Wohnung gewohnt. Okay. Aus Burkina Faso. Und der hat uns immer schön bekocht. So mit Orca-Bohnen und was die so benutzen, lauter so ein exotisches Zeug. Das ist auch super, ja. Und dann hat er irgendwie die Wohnung gesaugt und ein bisschen geputzt und sowas. Ja. Naja. Ja. Aber ja, ich... Aber hier, da hatte halt eine, die hier gewohnt hat, die hat so irgendwie sich so ein bisschen engagiert für so Flüchtlinge, weil die haben es halt ganz, ganz schwer, ja. Also die sind ja rechtelos und die Gesetze sind auch so doof, die dürfen nicht arbeiten. Ja, wenn irgendwelche Nazis immer sagen, na, die sind ja alle faul und wollen nicht arbeiten oder so. Nee, ganz im Gegenteil, die dürfen gar nicht. Und die müssen irgendwie immer schön in ihrem Heim bleiben. Und die Heime, die sind alle immer weit abgelegen, irgendwo auf dem Land, weißt du? Und dann kriegen sie auch kein, also sie kriegen ganz wenig Taschengeld, so. Aber davon können sie sich nicht mal ein Busticket in die Stadt kaufen oder so, ne? Mhm. Und so ein Zeug, also denen geht's eigentlich wirklich nicht gut. Die sind da interniert sozusagen, ja. Ja, natürlich, und, ja. Ich hab vor kurzem, am Donnerstag habe ich bei Film History einen Film geguckt, Jippo, kennst du dich? Nee, was ist das? Das ist so der offiziell letzte, so wirklich Dogma-Film. Ja. Jippo von so einer Frau, so einer Hausfrau, die da irgendwie eine Tochter hat mit einem Sohn, die sich nicht um ihren eigenen Sohn da kümmert und sagt ihr das was? Nee. Jedenfalls, ja, da geht's auch um Flüchtlinge und so. Ah. Und das ist echt die Hölle irgendwie, diese ignoranten Proleten halt, die halt dann auch also so immer sagen, die Flüchtlinge sind an unserem Leid schuld, so immer dieses. Ja, die sind einfach dumm. Und meistens aber eben auch aufgehetzt worden. Ja, das ist ja genau das. Ja, das sind oft aufgehetzt worden. Und irgendwelche Leute manipulieren die kennen so ein bisschen die Schwächen von denen, zum Beispiel, dass die eben, wie gesagt, vielleicht durch ihre langweilige Arbeit oder so frustriert sind, ja. Oder nicht genug Geld kriegen und was weiß ich. Jedenfalls bringen die Schwächen raus und manipulieren die dann und sagen, ja, die sind schuld und so. Einfache Erklärung. Aber ich meine, so einen Stuss, also ich hab's vergessen. Ja. Naja, jedenfalls hatte ich auch mal gesehen, irgendwie so irgendeine Familie, so Rentnerfamilie oder so, die haben auch einen Flüchtling quasi in ihre Wohnung gelassen. Naja, und der kocht halt für sie oder irgendwie sowas. Lassen den da einfach wohnen. Aber ist er irgendwie illegal da oder was? Oder? Nö. Der ist offiziell, nach einer Weile kriegen die ja dann einen anderen Status, so irgendwie nach ein paar Monaten. Hm. Und der wohnt da quasi in so einer WG. Hm. Ja, bei denen, ja. Das fand ich irgendwie cool. Wieso eigentlich nach ein paar Monaten? Machen die das deswegen, weil die dann sagen, okay, der ist anscheinend fähig, hier
keine Unruhe zu stiften und irgendwie. Ja, so wird das begründet, ja. Genau. Das, ja. Naja, das ist albern, ja. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Idiot wirst, ist doch genauso hoch wie ein Hiergeborenen. Ja, natürlich, ja. Das ist diese Grundannahme. Ich glaube ja, da wahrscheinlich sind Flüchtlinge ziemlich die respektvollsten Leute, die man treffen kann, weil die denken sich natürlich, die Leute sind ja nicht blöd, die denken natürlich hier, was mache ich hier, ich belaste die Leute wahrscheinlich nur hier alle und so. Die, ja, das ich glaube nicht, dass die so, dass irgendeiner von diesen Flüchtlingen so egoistisch ist und denkt, ich meine, die sind ja gerade deswegen so, oft denke ich mir, unterwürfig und so und auch so machen irgendwelche Scheißarbeit, weil natürlich, die denken, die haben wahrscheinlich solche, die bekommen so viel Schuldgefühl eingetrichtert. Naja gut, aber ich würde sagen, auch da gibt es wahrscheinlich verschiedene. Ja, natürlich, aber sag ich mal, mit denen, sag ich mal, da wäre ich vorsichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch welche gibt, die halt sehr egoistisch sind. Natürlich, es gibt's immer, aber ich... Die waren das schon in ihrem Land und die sind hier dann eben auch, die nutzen auch das System. Aber wie viele Deutsche nutzen das System? Genau, ja. kann man doch vergessen. Also ich meine, was soll die da zugleich überhaupt, ja. Aber das Problem ist halt nicht, irgendwas das Problem sollte nicht sein, dass man etwas ausnutzen, dass man etwas nicht ausnutzen darf. Man sollte einfach das alles so bauen, dass man eben so viel ausnutzen kann, wie man will. Na, die. Das ist halt das Lustige. Das Problem sollte nicht sein, irgendwelche Leute. Ja, du willst trotzdem nicht erklären. Ich weiß genau, was du sagen willst. Ich hab das schon verstanden. Ich hatte ja meine Mitbewohnerin gesagt, die sich da für diese Flüchtlinge engagiert hatte. Und irgendwie in einer Unterhaltung oder so, beim Abendessen oder so, ist mir das Wort Wirtschaftsflüchtlinge über den Mund gekommen. Was? Wirtschaftsflüchtlinge. Und da ist sie halt sofort explodiert. Das wäre Propaganda und weiß ich, wie ich das sagen könnte und so weiter. Ja, sie weiß nicht, wie sie mein Grund ist, ich konnte das dann schon verstehen, die hat sich halt provoziert davon gefühlt, weil im Fernsehen, du guckst ja kein Fernsehen, aber so in den Medien, da wird halt immer das Wirtschaftsflüchtlinge so als dritte oder vierte Kategorie benutzt für Flüchtlinge. Also quasi die Flüchtlinge, die noch weitestgehend anerkannt sind, das sind halt die Kriegsflüchtlinge zum Beispiel. Oder die politisch Verfolgten, ne? Irgendwie halt in ihrem Land irgendwie was Falsches gesagt haben und dann halt weg müssen. Und dann gibt es, wie gesagt, eigentlich auch noch die Wirtschaftsflüchtlinge und die meisten Leute können die eben nicht so tolerieren. Ja, also das sind quasi alle die in ihrem Land keine Arbeit finden oder sowas, ja, oder da schlechte Lebensverhältnisse haben und deswegen lieber ins Ausland gehen wollen, sich da irgendwie ein bisschen was aufbauen wollen und dann so als Fernziel haben, mal wieder zurückzukehren, wenn es besser geworden ist in dem Land, was aber manchmal auch nicht wird, aber manche haben trotzdem immer dieses Ziel, eigentlich mal wieder zurückzukehren. Ja. Na? Und für viele Leute ist das halt nicht akzeptabel. Ne? Und deswegen, aber ich meine, wenn ich das Wort benutze, ist mir das eigentlich völlig egal. Also wenn die halt aus solchen Gründen flüchten, kann ich doch auch verstehen, wenn da in dem Land wirklich die Wirtschaft total zusammengebrochen ist und was die da nur machen wollen, kann ich doch nur verstehen. Ne? Aber ich würde, für mich würde es Sinn machen, wenn das Wort eigentlich alle Flüchtlinge beschreibt. Ich meine, es ist immer alles Wirtschaftsflüchtling, basiert ja alles auf dieser. Es gibt wirklich politisch Verfolgte, wie gesagt, die haben was Falsches gesagt und was in Deutschland ist, aber du darfst ja nicht alles sagen, so wie gesagt, deine Nazi-Witze würde ich da recht vorsichtiger. Man kann ja relativ viel sagen, vielleicht nicht so frei wie in den USA, aber da gibt es ja auch Grenzen, weißt du ja, mit der ganzen Moralkeule und so, oder hier explicit. Keine Ahnung, wenn du irgendwelche anstößigen Wörter benutzen würdest oder was weiß ich, da sind die ja dann plötzlich auch ganz empfindlich, so ist ja gar nicht so toll mit freier Rede. Aber zum Beispiel in Deutschland ist halt die höher die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Beispiel wegen Verleumdung und sowas verklagt wirst, ja. Also ich hätte da sowas ist, da sind die hier quasi wieder empfindlicher. Ja. Also da, keine Ahnung, sag mal irgendwas Schlechtes über irgendeine konkrete Person, dann ruckzuck hast du eine Verleumdungsklage am Hals. Ne? Ja. Das ist halt hier ein bisschen gefährlicher, zum Beispiel, dann wieder bei, aber, obwohl die auch sowas haben. Ja, jedenfalls, um auf den Punkt zu kommen,
einigen Ländern ist das halt deutlich ungünstiger. Wenn du da die Majestät beleidigst, dann läuft das mal ganz schnell knapp. Das ist nun mal so. Ja. Ich meine, wie gesagt, Nordkorea ist ein Extremfall, aber es ist ja auch in anderen Ländern so, teilweise. Gerade auch mit den arabischen Ländern oder so, das ist ja alles. Ja, also man kommt da nur als Touristin und hat da so ein bisschen Narrenfreiheit, aber die da wohnen, naja. Ja. Genau, und die haben garantiert auch Selbstzensur. Deswegen würde ich sagen, vielleicht gibt es tatsächlich auch welche, wo, naja, aber so vielleicht ein zweiter Grund ist oft auch Wirtschaft. Das stimmt schon. Also könnte man da auch halt als Wirtschaftsflüchtlinge sehen, ja. Also ist ja eigentlich... Naja, ich meine, wenn du sagst, die flüchten wegen irgendeinem Diktator oder was weiß ich, diese ganzen Diktatoren, das sind ja die Wirtschaftsdiktatoren. Also alles, jede Spitze in diesem Kacksystem, globalen Kacksystem, ist basiert auf Geld. Das ist alles in Wirtschaft, das alles basiert... Wenn du irgendwas Falsches sagst, bedeutet das, dass du irgendjemanden gerade die Tasche kleiner machst. Das ist alles basiert auf diesen auf diese Wurzel. Ich meine, deswegen kann man auch sagen, jeder ist ein Wirtschaftsflüchtling, wenn man irgendwie flüchten muss. Aber naja, ja. Ich weiß schon, man kann natürlich auch einteilen, semantisch in wenn man das irgendwie über diesen, in dieser Wurzel beschreiben will. Ah. Ja, aber muss andere Gründe. Ja, klar, ich weiß, ja, natürlich. Aber wenn man es drauf anlegt, kann man das vielleicht auch immer damit hinzufügen. Ja. Selbst bei Kriegsflüchtlingen, ich meine, Krieg ist in meinen Augen Geschäft. Ja. Könntest du also auch da einbauen. Naja, vielleicht gibt es ja bald Krieg mit Russland. Ne? Also, hast du das mitgekriegt? Ne? Die NATO stationiert ja gerade ganz viele Truppen im Ostblock. Ja, Oder auch so größere Gefechte, proben sie, so. Das Lustige ist ja, jeder weiß, dass das totaler Unsinn ist, das Ganze. Also es ist ja, wir leben in einer Zeit, wo so ein Krieg im Grunde absoluter Schwachsinn ist. Also ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie technisch kompletter Unsinn. Also das macht, das, wir leben nicht mehr in so einer Zeit, wo Krieg wirklich... Naja, Krieg. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, ja, es ist so wie damals bei, das ist so das letzte Mal, wo Krieg wirklich irgendwie vielleicht, ich sag nicht, dass Krieg Sinn gemacht hat, aber es hat nie Sinn gemacht, aber dass das so ein Zeitgeist noch drin war, war vielleicht mit Bismarck oder sowas. Aber das ist so primitiv, überhaupt noch zu denken, man kann sich vor einer Grenze da stellen und dann irgendwie da irgendwelche Artilleriepferdchen und Masketen. Masken. Weißt du, was ich meine? Es ist so total retarded. Es ist so offensichtlich eine Verarsche von so einer Mafia, die einfach Waffen verkaufen will. Ich meine, es ist einfach nichts anderes als eine Mafia. Oder nicht? Das ist nee, so. Nee, du gehst vielleicht hier von Europa aus, aber in anderen Gebieten der Welt ist das immer noch total hip. Ja, ach so, ja, nee, ich meine jetzt schon größere Mächte, jetzt nicht so, ja, gut, okay. Oder beziehungsweise, ja, ich weiß schon, klar, also dritte Welt und so, klar, das ist eine andere Sache, aber ich meine jetzt diese zivilisierten, angeblich. Gottstaaten, diese modernen, Yuppie-Ikea-Staaten. Ja, also NATO gegen Russland. Das wäre Wahnsinn. Also ich meine, die haben immer noch Atomwaffen. Nee, aber das Lustige ist einfach die wirklich... Ich glaube, die alle 100 Mal vernichten oder so irgendwie. Nee, also ja, Russland, das ist ein... Was wird da passieren? Das ist an... das Einzige, was... ich weiß nicht, also es würden dann Tote... Es würde, weiß ich nicht, also würden dann wirklich Raketen auf Europa draufgehen oder was? Weil anders, was anderes verstehe ich. Also das ist ja, das wäre ja dann, was passieren würde. Oder ich Panzer. Weiß, ist es würden dann Panzer, russische Panzer auf Deutschland rollen, weil, oder beziehungsweise ja, erst Polen, dann Deutschland, keine Ahnung. Das ist überhaupt, also ich verstehe nicht, was soll das? Also das ist so absurd. Und das ist, es war schon immer absurd, klar, aber
jetzt, wo man so Roboter hat und so und diese ganzen Mikrochips und Quantencomputer und so, das wirkt so Futurama. So, weißt du, was ich meine? Absolute Dystopie. Es macht absolut keinen Sinn. Es ist wirklich eine absolute Dystopie, aber die Sache ist, es ist die wirkliche, der wirkliche Horror. Das ist viel schlimmer als so ein Kackroman von Orson Welles. Das ist einfach unglaublich. Ich kann das nicht beschreiben, wenn ich diese scheiß Bürokraten da sehe. Die Typen, die rechtfertigen halt alles. Die haben halt, leben halt auch in der, die denken halt, jeder macht halt das Richtige. Das ist halt wahr. Jeder denkt irgendwie, er macht irgendwie das Richtige. Und deswegen passiert auch so eine Scheiße. Die Leute irgendwie haben. Ich weiß auch nicht, ja, wäre ich irgendwie schon aggressiv, so, dann würde ich am liebsten diesen Bundestag irgendwie vollbomben. Und ich denke mir auch so, was würde eigentlich passieren, wenn man diese ganzen Leute da, die da irgendwie angeblich irgendeine Macht haben, wenn man denen so eine LSD-Bombe reinschmeißen würde? Da würde gar nichts passieren. Wieso? Ich meine, das kann ja schon ein bisschen, vielleicht, wenn man gezwungen ist zu reflektieren, das ist ja, was LSD macht, dann im großen Rahmen. Das hatte ich dir, glaube ich, noch gar nicht geschickt. Da gibt es irgendwie Google oder so, sind ein paar Wissenschaftler. Ja, Google kauft hier ständig Firmen auf und da war halt eine dabei, die haben irgendwie an sowas geforscht. Irgendwie Bilder erkennen mit Ach so, einem. das habe ich gesehen, ja. Meinst du mit diesen Netzwerken? Ach, das kennst du schon, ja. Ja, aber das ist ja, das Lustige ist, diese Bilder, das ist sehr, sehr nah an sowas wie, wenn man auf LSD ist, dann sieht das sehr danach aus. Das sieht sehr danach aus. Ja, und das ist halt das. Deswegen wollte ich dir da das Bild schicken, das ist ja das Kuriose, Ich genau. glaube Das ja. ist ein Wolkenhimmel und irgendwie die Wolken sind dann irgendwie als Fische und was weiß ich Ja. interpretiert Und worden. dann siehst du mal, und das siehst du mal, und das ist genau, was ich meine. Und ich habe dir das auch irgendwann mal, glaube ich, letztes Mal erzählt, dass dieses Digitale, wie das so abgebildet wird, das ist ziemlich nah dran. Also wenn man so Grafiken und so sieht, so wirklich schöne Vektorgrafiken und so, das ist, glaube ich, wo, am nächsten kommt man daran, was man sieht, wenn man irgendeine psychedelische Scheiße nimmt. Das ist nämlich so ganz klar definiert, wie so eine Vektorgrafik. Aber die Sache ist, die Vektorgrafik an sich, die ist halt dann nochmal verzerrt wegen dem Bildschirm, den du benutzt und so. Deswegen ist es nie so hundertprozentig. Also das merkt natürlich, blendet das dann Gehirn aus, dass da Pixel sind vom Bildschirm und so. Aber bei LSD ist es halt nochmal diese Ebene von diesen Verzerrten weg. Und das ist dann wirklich, dann siehst du mal so eine Linie, so eine Vektorgrafik, komplett ohne Verzerrung 100%. Das ist halt etwas, was man nicht beschreiben kann. Also es ist unglaublich. Also da merkt man so, wie verzerrt eigentlich alles ist, so was diese ganzen Grafiken angeht. Das ist gar nicht mal so sauber, wie man denkt. Also weil das immer irgendwie hinprojiziert wird und schwammig wird durch irgendeinen Beamer oder durch ein. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, ja, es ist echt interessant, Ich fand dieses. die Bilder auch sehr lustig. Ja, Das also. allererste, was ich gesehen hatte, da stand immer irgendwie als Überschrift drüber, Androids dream of electric sheep. Was? Electric Sheep? Du was? Nee, okay, da gibt es so einen Roman von Philip K. Dick, Who Androids dream of electric sheep. Ach so. So ein Roman, Science-Fiction-Roman. Ach so, ja. Die haben quasi gesagt, ja, das ist so, und dann ja, haben sie halt diese Bilder gezeigt. Ja, ich finde das echt genial. Also da sieht man, ja, das ist eigentlich, das Gehirn ist wahrscheinlich auch nur so ein Netzwerk. Das ist echt Naja, nicht. die ahmen das ja quasi nach. Ja, genau. Also es ist wirklich, sind wir echt nah Aber dran, man muss glaube ich. natürlich der Gerechtigkeit dazu sagen, dass das alles schon ein bisschen auch Getrickst ist. wie wir. Getrickst ist, also es ist natürlich nicht hier. Ich habe dir ja schon mal gesagt, Computergrafiker sind Faker. Ja, na gut, ja. Also wie ich das jetzt verstanden habe. Die haben halt zum Beispiel, wie gesagt, die haben die speziell auf diese Tiere auch trainiert und so. Ja. Du hättest ja da auch, also du hast ja quasi in deinem Gehirn beliebige Bilder und die haben das jetzt irgendwie quasi auch so ein bisschen drauf angelegt, dass das halt ein bisschen so fantasy-mäßig wirkt und so. Der hätte ja da genauso irgendwelche anderen sinnlosen Objekte Ja, erkennen also können. soweit ich verstanden habe, waren das ja irgendwie verschiedene Layer. Also das Ding arbeitet in verschiedenen Layern und spuckt halt in unteren Layern irgendwie roheres und oberen feinkörnigeres, also feineres Zeugs raus und so. Und Genau. die suchen sich da natürlich dann die besten Resultate aus, klar. Wenn ich das 99% von dem, was der PC ausspuckt, totaler Short, also
Ja, also, wahrscheinlich, die haben da ganz schnell durchgeschaffelt durch die ganzen Bilder und sich ein paar gute rausgesucht. Ja, und wahrscheinlich noch auch mit einem Algorithmus, was das irgendwie vereinfacht und so, ja. Aber das ist auch das Schöne, ich meine, das bringt ja, das heißt ja nicht, dass es irgendwie, trotzdem ist man, glaube ich, da mit sowas, kann man bestimmt viel, also könnte man wahrscheinlich viel draus ziehen, an Wissen, wie vielleicht das Gehirn des Menschen funktioniert, keine Ahnung, oder überhaupt ein Gehirn funktioniert. Naja, brauchen sie aber noch ein bisschen halt mehr Rechenpower. Im Moment ist das halt sehr primitiv. Ja, Sie wissen vor allem, wie gesagt, nicht so richtig, wie diese neuronalen Netze so, warum da die einen gut funktionieren und die anderen nicht. Soweit, ja, also ich glaube ja, das ist ja diese ganzen, dass zwar sieht man dann immer, man kann halt verfolgen irgendwie, dass da irgendwie eine Chemikalie ausgetauscht wird in den zwischen den Zellen, Gehirnzellen und irgendwelche Impulse, aber was genau dann damit ausgelöst wird, so, das hat man ja keine Ahnung. Also was da jetzt genau für Mechanismen in diesem Netzwerk funktionieren, sozusagen die Software, ich glaube, das wird man wahrscheinlich nie rausfinden, oder? Das ist doch, ich glaube, das ist viel zu abstrakt wahrscheinlich, um das zu verstehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, aber ich habe keine Ahnung. Na, ich hatte das ja schon mal gesagt, wo ich so ein bisschen das Problem sehe, dass die, wie gesagt, das nicht so richtig verstehen. Die wissen eigentlich nicht so genau, was da eigentlich abläuft. So. Ich meine jetzt allgemein, jetzt nicht bei den speziellen Bildern da. Und die setzen das aber mittlerweile sehr häufig ein, diese Mustererkennungsalgorithmen und so. Und die überlassen denen dann halt teilweise irgendwie schon wichtige Entscheidungen. Ja, das hast du mir schon mal. Am Ende mehr so richtig genau eigentlich warum, weißt du? Ja. Weil, wie gesagt, ich programmiere ja zum Beispiel, oder ich habe das halt auch anders gelernt, im Imperativ. Da sagst du ja speziell, ja, wenn, dann, mache das und ansonsten mache das oder so, ne? Fallunterscheidung oder so. Mhm. Das kann man sich ja gut vorstellen. Ja, also du hast halt irgendeine Frage. Je nachdem, wie die beantwortet wird, guckt man weiter. Am Ende steht halt ein Ergebnis. Aber das ist klar definiert. Man könnte immer genau zurückverfolgen, warum die Entscheidung so gefallen ist. Weißt du? Ja. Also du hast irgendwie einen Algorithmus, der fällt eine Entscheidung und du kannst halt aus der Entscheidung theoretisch mit einem gewissen Aufwand herausfinden, warum der halt so entschieden ist. Ja, ja. Das könnte man noch sehen, so, ne? Und im Grunde genommen auch Menschen arbeiten ja eigentlich schon jetzt in Gesetzen zumindest. Also seit wäre Ebene, machen die das auch immer so eigentlich. Also wie gesagt, das ist dann schwammig teilweise, warum sie jetzt sagen ja oder nein oder so. Ja, das ist wie gesagt, so ein Richter, der entscheidet mal so und mal so, aber trotzdem so mehr oder weniger zumindest ist das ein bisschen nach Regelwerken geordnet. Und das ist bei den neuronalen Netzen eigentlich nicht mehr so richtig so, ja. Also da weiß man gar nicht mehr so richtig, was eigentlich abläuft. Ja, du hast sozusagen, das ist wie so eine Blackbox. Das geht vor, also naja, ganz so krass ist es auch nicht. Also die Programmierer, die wissen so, was für ein Typ Netz ist und so Sachen alles. Und dann probieren die so ein bisschen aus, was ist für was günstig. Aber so, man kann das auch für Einzelfälle halt nicht mehr so gut nachvollziehen, warum das so ist. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, du würdest ein neuronales Netz entwickeln, das irgendwelche, keine Ahnung, dass wir zum Beispiel, was könnte das denn machen, das muss ich mal überlegen. Das neuronale Netz soll entscheiden, welche Wohnung du kriegst. Genau. In so einer Venus Project Stadt entscheidet der Algorithmus. Okay. Nee, das neuronale Netz, entschuldige, welche Wohnung dir zugeteilt wird. Ja. Ja. Du kannst dann nicht mehr sagen, warum hat der eine die Wohnung quasi im Grün in so einer schönen Jack Fresco Villa gekriegt und warum hat der andere, sag ich mal, die Plattenbauwohnung gekriegt oder irgendwie so. Das ist halt teilweise wirklich dann schwer nachzuvollziehen, warum der dann so entschieden hat und so. Und das ist doch irgendwie scheiße. Ja, im besten Fall könnte ja das neuronale Netzwerk dann auch gleich eine Beschreibung ausspucken, ein für den Menschen, wieso er das jetzt gemacht hat. Also, das ja, aber verstehst du die Probleme? Warum kriegt der eine den Job und der andere nicht? Ja. Im Moment kannst du noch sagen, naja, die blöden Leute aus der Personalabteilung,
die sind halt doof oder so, die haben sich den nicht genau angeguckt oder die sind oberflächlich oder die haben bescheuerte Einstellungstests oder so, ja? Dann können sie, aber zumindest könntest du dann auch irgendeine Ausrede finden. Aber wenn der Computer entscheidet, du wirst da vielleicht irgendwie gescannt und musst ein paar Fragen beantworten und so weiter, und dann entscheidet er einfach so. Ja, Deep Blue oder so, oder Watson, IBM Watson, fällt eine Entscheidung. Ja, du weißt ja nicht, warum hat der andere den Job gekriegt, warum du nicht? Warum hat der eine den Kredit gekriegt? Na gut, Kredit wollen wir ja nicht mehr haben, mit uns, aber warum hat er die Wohnung gekriegt und der andere nicht? Oder Leute sind sagen, das wirkt doch dann auch irgendwie beliebig oder ungerecht. Ja, ne? Ja, also wie gesagt, ich bin kein Philosoph, ich kann mir da auch keinen richtigen Kopf machen, aber die Probleme, also, das kann ich ja versprechen, die wissen, wie gesagt, so grob die Struktur, aber warum, wie gesagt, diese Einzelentscheidungen so ausfallen, das wissen die teilweise nicht mehr. Wir können nicht mehr sagen, so genau, also wir wissen, und genau so ähnlich ist das auch, das gibt's ja alles auch für diesen scheiß Börsenhandel, da gibt's ja auch so eine Software, das Ding läuft, aber sie wissen nicht so richtig, was der da gerade macht. Ja, wir haben den halt angelernt, so ein bisschen, aber warum der jetzt das gerade so macht, aber es ist irgendwie optimal. Ja. Entscheidend, ja. Ja, wie gesagt, das ist halt alles ein bisschen eigenartig, ja. Naja, gut, ist auch egal, wie gesagt, lohnt sich auch nicht, da so zu philosophieren. Aber, ein bisschen macht mir das halt manchmal so Sorgen, also das ist, naja, ist auch egal. Würdest du eigentlich sagen, dass künstliche Intelligenz nichts anderes ist als eine Formel? Also irgendeine mathematische Formel, die man aufschreibt? Nee, ja nicht. Nicht? Ich habe ja gesagt, was ich vorher gesagt habe, das war er dran. Also dieses imperative, also nennen wir das imperative Programmierung. Das ja, ist, aber... Sag ich mal, da gibt es einen ganz klaren Bezug zur Mathematik. Also da kann man sagen, das ist sehr, sehr nah dran. Und zum Beispiel in der Schule früher hat man da auch quasi immer Pascal oder Delphi oder sowas gelernt in Informatik. Das ist also bei uns eine Programmiersprache, die ist direkt so für Mathematik auch gedacht und alles so weiter. Und diese neuronalen Netze, die sind eigentlich eher an der Biologie. Also man versucht ja eigentlich dieses neuronale Netz des Gehirns nachzuahmen. Ja? Also in so einem neuronalen Netz gibt es eben wirklich sozusagen Nervenzellen und Axone, das sind diese Fasern, die quasi über die Synapsen das alles miteinander verbinden, so, die in der grauen Substanz, also quasi da, wo man denkt. Das versucht man halt auf der Software-Ebene nachzuahmen, ja. Also es sind einfach Datenstrukturen, so musst du dir vorstellen, wie so, wenn du es aufmalen würdest, so Boxen, das sind die Nervenzellen, da steht irgendein Wert drin, irgendeine Zahl oder so, das, keine Ahnung, was das biologische Pendant dazu ist, vielleicht irgendwie die DNA oder so, keine Ahnung. Und dann halt, wie gesagt, diese Verknüpfung, darauf kommt es vor allem an, die Verknüpfungen sind sehr wichtig, so. Und das simuliert man halt so, kann man sich wie Pfeiler vorstellen zwischen den Boxen, so. Und dann hat man halt so auch, Hierarchien nennt man das. Also zum Beispiel hast du im Gehirn so verschiedene Schichten, so, das ist auch so schichtenartig aufgebaut. Und da im Computer auch. Hierarchien ist quasi so, naja, kennst du ja eine Pyramidenstruktur oder so, das wäre auch eine Hierarchie oder so. Aber so verschiedene Ebenen halt so, also. Ja. Ja. Und genau, ein ganz einfaches neuronales Netz ist eben, da hast du zum Beispiel oben die Sensorebene. Also das ist zum Beispiel ein selbstfahrendes Fahrzeug, ja, also ein Google Car oder so, das funktioniert ja nach sowas. Also jetzt ganz einfach erklärt, das hat so eine Schicht, Sensorschicht sozusagen, das sind die Sinneszellen sozusagen, das wäre sozusagen der CCD-Chip in der Kamera von dem Google Car, ja? Mhm. Ist klar, ne? So, und danach quasi die Sensordaten, die werden dann quasi in dieses neuronale Netz eingespeist. Also sozusagen, da gibt es wahrscheinlich für jede Zelle des CCD-Chips dann wieder so eine eigene Datenebene. So, und die ist dann kompliziert vernetzt mit weiteren Datenebenen dahinter. Und ganz am Ende steht die Aktorebene, so nennt man das. Das ist sozusagen, das ist die ganze Ansteuerungstechnik für den Motor und für die Lenkung und so, ne? Also links, rechts, beschleunigen, langsamer und so ein Zeug. Mhm.
wo quasi die Anweisungen sozusagen für die verschiedenen Steuerungsmittel dargegeben wird. Ist das klar so weiter? Grob? Ja. So, und was jetzt passiert, ganz am Anfang hat man zum Beispiel noch gar keine Verknüpfung groß zwischen den ganzen Items, sagt man, zwischen diesen Zellen in diesem neuronalen Netzwerk. Und dann muss man, das ist sozusagen leer, das ist so wie ein Baby wird geboren und erstmal Hirn ist quasi fast leer. Muss erst noch wachsen, so, ja. Also ähnlich, also das Google Car, das ist noch blöd, das weiß noch gar nichts. Und jetzt muss man das erstmal anlernen. So. Und wenn die Eltern irgendwie, keine Ahnung, das Neugeborene oder die Tiereltern das Küken oder so anlernen, so zeigen, wie die Welt funktioniert und so, genauso muss man so ein Google Car jetzt erstmal trainieren. Hm. Also neuronale Netze muss man immer erstmal trainieren. So. Und dann kann man das zum Beispiel so machen, dass man dann einen menschlichen Fahrer reinsetzt und der erstmal das Fahrzeug steuert. So, ja. In der Trainingsphase. Und dann lernt das Auto selber irgendwie, ach so, irgendwie, da gibt es anscheinend irgendwie einen Randstreifen und eine Mittelspur und irgendwie irgendwie einen Himmel und irgendwie, was weiß ich, ja, irgendwelche Objekte, andere Autos, Fußgänger, lauter sowas. Kinder, die man überfahren kann. Genau. Und quasi der Fahrer, der hält dann irgendwie bei diesen Objekten auf der Straße an. Oder bei einer roten Ampel. Oder irgendwie der überfährt den Randstreifen nicht. Und der manchmal fährt er über den Mittelstreifen. Und immer genau dann, wenn irgendwie ein Auto gerade vor ihm ist und so weiter. Und das lernt dieses neuronale Netzwerk quasi dadurch, dass das den Fahrer beobachtet. Und dann macht das irgendwie in seinem Netz da irgendwelche Verknüpfungen, also Pfeile zwischen den Zellen und so. Mhm. Die ergeben sich so indirekt. Wie das genau abläuft, das kann ich dir jetzt auch nicht erklären, aber ich hatte das mal gelernt, wie das in ungefähr so ablaufen könnte. Also das lernt das sozusagen indirekt, indem das den Fahrer beobachtet. Ja. Yeah. Und normalerweise, also ich, wie ich programmieren gelernt hätte, das wäre dann so gewesen, ich hätte dem genau beigebracht, so dass, also wir haben jetzt die und die und die Objekte, wir haben diesen Mittelstreifen, wir haben den, ich sage dem das direkt, weißt du? Und ich sage dann, wenn Auto vor dir und Auto ist langsam und du bist schneller, dann überhole Auto oder so. Ich gebe dem genaue Regeln. Und so ein neuronales Netz lernt das alles indirekt, weißt du? Es ist schwer zu beschreiben, aber das kriegt sozusagen keine Regeln vorgesetzt, sondern das guckt sozusagen, was ist normal so oder so, weißt du? Ja, muss da einfach. So irgendwie, aha, ich habe da irgendwas, irgendwie, ein Objekt irgendwie sehe ich da und so. Das lernt das alles indirekt, weißt du? Dem muss man nicht, dem muss man zum Beispiel nicht beibringen, Menschen zu erkennen, indem man Menschen definiert, indem man sagt, Mensch ist irgendwie ein Objekt, das hat irgendwie einen Kopf und zwei Beine und zwei Arme und bewegt sich so und so oder so, das muss man ihm nicht extra beibringen, sondern der kriegt das irgendwie indirekt mit, verstehst du? Ja, ich bringe mal noch ein anderes Beispiel. Du hast Fotos von Köpfen und du willst eine ganz konkrete Aufgabe machen. Du willst da drin zum Beispiel die Augen finden. Ja? Ja. Also wie ich das gelernt habe, ich würde quasi sozusagen Algorithmus benutzen und so, der zum Beispiel Kreise findet. Ja? Ja. Und dann würde ich sagen zum Beispiel, wenn da halt zwei kleine Kreise nebeneinander sind, in einem großen Kreis oder so, dann sind das wahrscheinlich die Augen. Ja. Weißt du? Und das neuronale Netz, das würde das sozusagen indirekt lernen. Das würde man so antrainieren. Da würde man zum Beispiel eine Zeit lang, da würde man Menschen zum Beispiel dahinter setzen und immer sagen, okay, markiere mal immer die Augen. Ja? Und irgendwann würde dieses Netz so gut trainiert, dass das ab sofort die Augen mal selber findet. Mhm. Und dass man dem genau gesagt hat, wie eigentlich die Regeln für Augen sind. Also, dass das aus zwei, irgendwie aus Pupille und sowas besteht. Das würde man dem gar nicht sagen, sondern das würde er irgendwann selber mitkriegen. Weißt du? Und das ist mittlerweile so gut, dass zum Beispiel Google hat früher das immer so gemacht, das hat immer die Benutzer irgendwie Bilder benennen lassen oder so, oder taggen lassen.
sollten immer die Benutzer sagen, was sie gerade auf dem Bild sehen. Zum Beispiel irgendwie Haus, Kind, Hund oder so weiter. Immer mit Tagging, ne? Kennst du ja. Also ja, klar, klar. Dort, ja. So, und da gab es mal so ein Projekt. Ja. Aber mittlerweile sind diese neuronalen Netze viel besser. Ja, du setzt jetzt irgendeine beliebige Szene vor, da hat irgendjemand mit dem iPad eine Straße fotografiert. Ja. Ja. Und dann setzt du das diesen Google-Algorithmus vor und dann markiert er, der setzt da lauter so farbige Boxen rein, so wird das meistens im Internet dargestellt, so wie, also damit man das besser versteht. Und dann steht sozusagen, ist irgendwie eine rote Box und dann irgendwie steht hin Sky. Oder dann eine grüne Box und dann irgendwie Child oder so. Blaue Box, irgendwie Car. Ja. Okay. Hallo? Ja. Ja, und? Naja, also das ist halt faszinierend, weil das ist eigentlich für einen Computer bisher immer, das Problem ist, ein Computer versteht halt keine Konzepte. Deswegen kann man dem bestimmte Sachen sehr schwer beibringen. Also zum Beispiel, wie gesagt, so wie ich das gelernt habe, hätte man, also es wäre eine Sisyphus-Arbeit gewesen, quasi denen sozusagen diese Objekte direkt beizubringen. Zum Beispiel, erkenne in dem Bild die Ampel oder so. Irgendwie hört sich das nicht so richtig kompliziert an, oder? Ja, so drei Kreise untereinander. Aber ist das eigentlich nichts anderes, als also wenn ich jetzt ein Foto habe? Ja. Und da ist eine Ampel drauf und diese Ampel, also wenn man ständig Ampeln fotografiert, also wenn man jetzt 100 Millionen Fotos von Ampeln hat, dann wird man doch irgendwann echt erkennen, so die Pixel, die formen da immer wieder das gleiche Muster. Irgendwie ist es immer, ist die Information ziemlich gleich und diese Gleichheit, die schnappt sozusagen da irgendeinen Algorithmus auf und das ist, was man dann als Lernen, also ist das Lernen oder wie? Also immer wieder Muster erkennen eigentlich einfach nur. Na, das ist also Lernen, damit man endlich weiß, was Lernen ist quasi die Anpassungsreaktion deines Gehirns auf eine Überraschung. Ja, genau. Und das ist halt, was jetzt halt, ist halt hilfreich, wenn man dann einfach diese Muster kennt und erkennt, durch einfach nur darum, weil das immer wieder da vorkommt, also immer wieder geformt wird. Naja, wenn etwas immer wieder auf gleiche Art erscheint, dann werden einfach bloß in diesem neuronalen Netz sozusagen bestimmte Verbindungen, also diese Pfeile, die werden einfach sozusagen dicker. So kann man sich vorstellen. Genau, genau. So. Genau, das ist ja. So, sind bedeutender. So, ja. So. Und im Gehirn wäre das auch so, diese Axone, die werden dann sozusagen dicker oder so, da wird mehr übertragen. Ich bin kein Biologe, ich weiß es, wie gesagt, nicht so, wie das wirklich ist, aber die haben sozusagen, die sind bedeutungsvoller. So, das Problem ist immer dann, könnte ja sein, dass du zum Beispiel mit dem Google Car in ein anderes Land kommst und da sehen die Ampeln anders aus. Ja. Ja, zum Beispiel könnte es ja sein, dass die da andere Konventionen haben und da ist eben nicht rot, gelb, grün, sondern irgendwie keine Ahnung. Ja, aber das ist halt, was ich meine. Das muss jetzt nicht mal ähnlich sein. Das ist, der erkennt da einfach. Es ist ja genau wie bei uns. Also wenn ich mein ganzes Leben nur eine gewisse Art von Ampel, DDR-Ampeln gesehen habe und ich dann auswandere, also weil die Grenzen offen sind, und dann sehe ich andere Arten von Ampeln, welche ich sagen, was ist denn das jetzt? Das ist halt, nur. Nein, ich weiß nicht. Also genau die gleichen Fehler macht dann quasi das neuronale Netzwerk eben auch. Das ist ja quasi das, was bei den schönen LSD-Bildern da eben auch quasi so ein bisschen indirekt angedeutet wurde, dass der nämlich quasi das ja eigentlich falsch erkennt. Die Wolke ist ja kein Hund. Ja, genau, ja. Ja, ja? Und der macht dann sozusagen die, da hat man das ja extra darauf angelegt, man wollte das ja absichtlich haben, diese Übertreibung, dass der das halt auf jeden Fall, die wollten, dass der das, der wollte, dass die Wolke oder irgendein Objekt oder so um jeden Preis als irgendwas, was Sinn macht, interpretiert wird. In dem Fall Tiere. Ja? Ja. Ja. Verstehst du? Ja. Das ist eigentlich das gleiche Problem, hat man, wie gesagt, weiterhin. Und der macht aber im Grunde genommen, macht er sozusagen so ähnliche Fehler dann wie Menschen halt. Also du müsstest dem dann sozusagen, wenn der wirklich diese neue Ampel hat, eine total neue Ampel, müsstest du ihn unter Umständen halt explizit sagen, so, du, das ist übrigens auch eine Ampel.
Verstehst du das? Ja. Das ist sozusagen so ein bisschen das Problem. Also, weil, wie gesagt, der versteht halt Konzepte nicht. Der kommt nicht von selber drauf. Aber das ist halt alles eine Frage von Input. Wenn. Naja, also das Problem ist zum Beispiel so ein bisschen, man könnte das auch verschiedenartig lösen, so, aber ich gebe dir mal ein Beispiel, nur ein extra Mülleimer oder so. Es gibt halt unglaublich viele Formen von Mülleimern oder Lampen. Ja, aber alle haben ein gewisses Schema. Jeder Müll. Das ist ja das Problem. Weil Designer legen es ja regelrecht drauf an, die Dinge irgendwie ungewöhnlich aussehen zu lassen. Ja, aber es macht. Oder nehmen wir mal Zitronenpresse. Kennst du diese berühmte Zitronenpresse von Philipp Stark? Das sieht aus wie so ein. Wie diese Viecher aus Krieg der Welten. Ne? Also, das sieht überhaupt nicht nach Zitronenpresse aus. Und übrigens kann man es auch nicht benutzen, das Ding. Aber das ist halt. Das würde der nicht erkennen können. Ja, klar. Weil der Mensch könnte es ja auch nicht erkennen. Genau, ja, das er ist ja. Dieses Objekt und dann sagt irgendjemand, sagt ihm übrigens, das ist eine Zitronenpresse. Und dann denkt man sich so, naja, gut, man könnte es ja mal probieren, da eine auszupressen oder so. Ja. Aber der Computer, der kann diese Gedankengänge gar nicht machen. Das kriegt er nicht. Weißt du? Das ist eben der Unterschied. Deswegen kann der das, der hat dieses Konzeptdenken einfach nicht. Deswegen kriegt er das nicht hin. Aber wenn das wirklich so ähnlich aussieht, dann kriegt er das immer hin. Dann packt er auch die Variation. Dann packt er auch, dass zum Beispiel bei der Ampel die rote Ampel ein bisschen größer ist oder irgendwie so. Sowas, ja. Hm. So eine kleine Variation kriegt er mal hin, aber so große Sprünge nicht so gut. Das kriegt er nicht so gut. Ja, aber das muss er auch gar nicht. Ja, zum Beispiel kennt man das doch auch, wenn man nicht so richtig scharf sieht oder so, irgendwie nach Entfernung ist diesiges Wetter oder irgendwie Dämmerung oder irgend sowas. Man erkennt nicht so richtig, was ist denn das da hinten? Ist das ein Mensch oder ist das irgendwie keine Ahnung. Ist das ein Grey oder was ist denn das nun eigentlich? Ja. Ja. So, und da kommt man dem langsam näher und dann sieht man irgendwie, ach so, das ist irgendwie noch was anderes oder so, ne? Und wie gesagt, in diese Mehrdeutigkeit so, da hat der Computer dann im Grunde genommen, hätte der dann da so genauso Probleme und würde das dann irgendwie falsch erkennen oder irgendwie sowas, ja. Also das könnte dem genauso passieren. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht so genau, wie man den auf alle möglichen Eventualitäten trainieren kann, aber vielleicht kann man das ja wirklich so machen, dass es irgendwie so Datenbanken gibt von Objekten und dass man die alle einspeist. Aber ja, ist ein Problem. Weißt du, es gibt nicht mal die Firmen selber haben teilweise Produktdatenbanken, ja, die ausführlich sind. Ich hatte doch mal die Story erzählt mit irgendwelchen Adidas-Schuhe bei eBay versteigern. Und dann hatte mich irgendjemand angeschrieben, er hätte damals bei Adidas gearbeitet und er würde sofort sehen, dass das eine Produktfälschung ist, die ich da anbiete. Okay. Und wenn ich nicht sofort das Angebot rausnehme, dann würde er mich anzeigen, was weiß ich. Und dann war ich ja so eingeschüchtert und habe bei Adidas angerufen. Ich wirklich dachte, ach du Scheiße, ich will ja keine Probleme und so. Und dann habe ich so gefragt, wie kann man das jetzt erkennen und irgendwie kann ich das sehen, ob das eine Fälschung ist, gibt es da irgendwie eine Nummer oder so, die irgendwo steht oder so. Und ich war so naiv, ich dachte, die hätten irgendwie eine Produktdatenbank und könnten dann einfach nachgucken, weißt du? Du sagst denen die Nummer und die gucken einfach, ja, das gibt's und irgendwie das sieht so und so aus und hier hat das und das Echtzeitsiegel und so weiter. Ja? Ja. Gibt's nicht. Gibt sowas gar nicht. Hm. Das ist so chaotisch, die haben sowas nicht. Hm. Gibt sowas nicht. Die Designer, die haben vielleicht die irgendwelche Schuhe designen oder so, die haben vielleicht so ausschnittsweise so ein bisschen was, ja. Aber immer nur, sag ich mal, von der aktuellen oder der letzten Saison oder so. Aber das andere, das ist alles Chaos. Da wird auch nicht viel dokumentiert oder so. Das macht die Firma nicht mal selber. Da denke ich mir so, Mensch, die haben so viele Angestellte da, ja. Ich dachte, dann vielleicht haben die auch so eine Art Chronist oder so, der das irgendwie alles dokumentiert, was die mal irgendwann produziert haben. Und nee, gibt's nicht. Ja, es gibt sowas nicht. Ja. Alles Chaos. Ja, ja. Die haben da selber keinen Überblick. Wahrscheinlich, ja, wobei das ja eigentlich ziemlich einfach wäre, das technisch. Natürlich. Naja, aber überleg dir mal die Rechtslage. Ja, also quasi, wenn mich jetzt wirklich mal anzeigt und so weiter. Was soll das? Das ist albern. Das würde ja gar nicht durchkommen. Das könnte ja gar nicht gelingen. Wie sollte man denn den Richter davon überzeugen, dass das eine Fälschung ist? Das ist doch bescheuert.
bescheuert. Ja. Ja, also es ist Quatsch. Oder ich hatte so einen ähnlichen Fall mit einer Jacke. Da wollte der partout nicht... aber was war das eigentlich für... ...behalten. Und mir hatte PayPal schon zugestimmt und gesagt, ja, ja, sie können das Geld behalten und so. Das ist ein komischer Kunde irgendwie, der ist bescheuert und so. Hat man auch ganz einfach an der, sag ich mal, Korrespondenz nachlesen können. Wir haben ja auch einen Blick gesehen, das war ein Idiot. naja, jedenfalls, dann hat er es ganz fies gemacht. Dann hat er sie mir zurückgeschickt und mir gesagt, er würde mich irgendwie... auch anzeigen und so, keine Ahnung, weil das auch eine Fälschung wäre. Da war ich auch so eingeschüchtert und dachte, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Und wir haben hier in Magdeburg von der Firma hatten wir so einen Flagship-Store und da bin ich da hingegangen und habe gefragt, ja, hier, ich habe hier diese Jacke und so, kann sie sich die mal ansehen, ist das ein Original? Ja. Hm. Also ich meine, was hätte passieren sollen? Da hätte sie gesagt, nee, ist kein Original oder so, keine Ahnung. Hm. Aber ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, was ist hier? Die konnte das nicht nachprüfen. Jo, hörst du. Ich meine, und dann soll ich das als Kunde können? Dann soll ich als Kunde sehen, ob das vielleicht eine Fälschung sein könnte? So ein Schwachsinn, was soll denn das? Ja? Also ich dachte, ich hatte da ja irgendwie so die Idee, naja, da ist vielleicht irgendwo was versteckt oder so, irgendwie was die Kunden nicht wissen oder so, ne? Ja. Irgendein Hinweis oder so, dass die das erkennen können oder so, irgendwie. Vielleicht sind da die Knöpfe irgendwie... irgendwas, ja, irgendwie, keine Ahnung, oder ich dachte, wie beim Fahrrad, irgendeine Rahmennummer, oder was ja. Dass die das nachdrücken können, nee, gibt's nicht. Hm. Keine Ahnung, ja, könnte, ja, ist doch ein Kopf. Aber überhaupt diese Leute, die da sich da beschweren, Fälschung und so ein Scheiß ist, ja. Ja, was denkst du, ich meine, manche Fälschungen, die sind genialer als die Originalprodukte. Ja, es ist einfach alles nur das Scheiß. Immer schlecht. Alles nur. Aber in den meisten Fällen ist es doch mehr minderwertiger. Aber ja. Es gibt wirklich Fälschungen, die sind fast besser als das Original. Ja, alles nur Scheiß. Das ist fast genial. Ja. Ja. Alles nur Scheiß. Textur. Du zahlst ja immer den Markenwert, das ist ja eben der Punkt, ne? Die tun immer so, ja, keine Ahnung, alles China, billig Scheiß und so. Naja, aber wenn das Originalprodukt auch in China hergestellt wird, ich meine, was soll das? Ja. Dann wird ja das Original die Fälschung in der gleichen Fabrik produziert. Ja, bestimmt. Also ja. Das sind wahrscheinlich die Fälschungen oder diese günstigen Modelle oder Fälschungen sind wahrscheinlich einfach nur die Modelle, also die Dinger, die die Maschine etwas minderwertiger ausgespuckt hat. Ich habe, das also. Könnte auch sein, ne? Ich habe, das ist eine Geschichte von meiner Schwester, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig stimmt, die hat erzählt, die ganzen Modefirmen, die arbeitet irgendwie in der Modebranche, die Freundin, aber irgendwie bei so einer Firma, ich kannte die nicht, aber die ist irgendwie so Mittelklasse, also hier keine Luxusfirma, aber auch nicht so ein Billigscheiß, irgendwo dazwischen. Und die hat erzählt, im Grunde genommen, diese ganzen Firmen, so diese billige Kick und so, dieses Billigscheiß und auch die teuren, im Grunde genommen, die nutzen eigentlich alle die gleichen Firmen so, ne? Ja, also, und dann dachte ich immer, naja, was ist denn aber jetzt der große Unterschied so? Ich meine, die unterscheiden sich ja schon, also, ne? Sind das jetzt die Stoffe? Ist die Qualität da besser und so? Ja, auch, aber so der Hauptpunkt ist wirklich, wo die Schnitte halt, ja? Also, die haben halt andere Schnitte, so. Das ist so der Hauptunterschied. Aber im Grunde genommen die Maschinen, die die benutzen, und wahrscheinlich auch diese ganzen Näherinnen, so, das sind alles die gleichen. Ja. Das ist also alles ein bisschen lächerlich. Ne? Oder wie bei den Smartphones. Da ist es ja mittlerweile, glaube ich, bei jedem angekommen, dass diese ganzen Smartphones, egal ob Samsung oder iPhone, das wird alles in den gleichen Fabriken gemacht. Ja. Ja, ja. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, ich bin ganz schön müde und wie gesagt, ich muss ja morgen wegfahren. Also wie gesagt, ich bin dann vielleicht für maximal eine Woche unterwegs. Ja, dann ja. Okay, also dann bis bald mal wieder, ja? Jo, dann bis dann, jo, viel Spaß. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss.